Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ich habe gerade mal nochmal geguckt. Ich habe mal jetzt das Mikrofon ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, man merkt es, weil ich weiß, es hallt ein bisschen. Aber das liegt daran, dass ich meine, ich sag jetzt mal, die Dinger zum Schallen, die man an eine Wände kleben kann. Ich komme nicht drauf, wie das heißt. Die habe ich noch nicht dran geklebt und deswegen ist das halt jetzt hier noch so ein bisschen. Und da ich ja jetzt Greedfall mit OBS aufnehme und ich da mich jetzt noch erstmal so ein bisschen einspielen muss, muss ich natürlich erstmal mit den ganzen Sachen noch ein bisschen rumtesten, was hier so Mikrofon und Lautstärke und alles drum und dran angeht. So, ich würde da gerne hinreisen. Vielen Dank. Deswegen seht's mir halt bitte nicht nach, ne? So, wir müssen ja eh reisen. Wir haben jetzt halt ein paar Punkte zu verteilen. So, wir haben jetzt hier... Ich mache jetzt hier nochmal einen auf... Hier? Blitzschritt. Oh. Na gut, dafür brauche ich eh zwei Punkte. Habe ich nicht. Dann nehmen wir noch einen hier drauf. Schön. So, und dann haben wir, hier können wir einen weggeben. Ich habe jetzt auf Ausdauer, habe ich jetzt Beweglichkeit, wäre auch noch was, ne? Genau. Beweglichkeit brauche ich was. Talente. Reduziert Preise der Händler. Verbessert die Kampffähigkeiten. Der Gefährten erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreiche Entscheidungen in Dialogen zu treffen. Mhm. Was habe ich denn da noch? Stärke, Handwerk, Schlossknacken. Ich nehme Charisma wieder. Ich weiß nicht. Gefällt mir halt irgendwie am besten. So. Der will schon wieder irgendjemand was von uns. Vasco, was will er denn jetzt schon wieder? Ein bestimmten Date. Na, Scherz beiseite. Ja. So, alles erledigt. Ihr könnt handeln. Mordun is willing to meet you at Lanristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Lanristel means Glade of Promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. It bodes well. In that case, we should go there at once. Yes. I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ulan is acting strangely. I do not trust him. I suddenly feel the urge to go to Lanristel. I hear it looks wonderful this time of year. And if we want to see this encounter, we should leave now. Okay. Wohne der Verhandlung bei. Ach, das ist die Zeit, die ich habe. Wo ist denn Lannister? Okay, da muss ich hinlaufen. Ob das eine Falle war? Kann ich mir nicht vorstellen. Wo muss ich hin? Ich muss wieder hier rum. Ja, ein bisschen beeilen hier. Ich weiß ja nicht, wie weit ich laufen muss. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das eine Falle sein soll. Es ist eine Falle! Mordun is being attacked. Let's go and rescue him. A bit of poison on my blade. Then let's go! Upsala. Take a
potion if you, you are want to cast to more spells. You for your arrogance, relaxing. Adlor Edar, thank you for coming. You saved me. That accursed Ulan. I should have known he would betray us both. My men are dead, and now I am injured. He achieved exactly what he wanted in the end. I will have to join another clan if I do not want my whole village to suffer the consequences of my defeat. I'm sorry, Mordun. I really am. You were deceived, just like I was. Sometimes, among the stones, there can be snakes. Farewell, on Olmanawi. And do not let yourself be betrayed again. Ja, jetzt werden wir mit dem guten Ulan noch mal reden, was das für eine Scheiße sollte. Ja, wir stehen ja jetzt auch doof da. In so einer Kacke hier. Das hatten die wahrscheinlich in Wahrheit nur die ganze Zeit beredet. Ich war, weiß ich nicht. Deswegen sollten wir das auch klären und, ah, mein Gott, ich bin so, oh, Google, öffne dich doch bitte nicht, ey. Was für ein Miststück, ehrlich, ich bin richtig sauer auf den Ulan. Weil wir haben uns so gesehen dafür verbürgt, ne? Wir sind da hingegangen, wir haben gesagt, das ist alles so, ja, wir wollen Frieden und so weiter und so fort. Wir waren so gesehen der Botschafter des Friedens und dann werden wir von ihm auch eigentlich auch so verraten. Das ist einfach nur eine ekelhafte und miese Nummer. Achso. So rum. Ich bin gespannt, was er uns jetzt erzählt. Traitor! This meeting was meant to establish peace, and yet you have exclusively sent armed men. Mordun was a Danaa Exregal. He would have never accepted an agreement with the Renaigsay. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. By lying and manipulating me. I am sorry, but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger, but keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Karanse of Ignamri. And should you seek it, you will always have our assistance. Anything else? Wir haben eine Belohnung gekriegt, weil unser Ruf jetzt freundlich ist bei dieser Fraktion. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube den irgendwie nicht, ne? Sein Clan, sein Dorf, sein Umgang mit den Kolonisten, das haben wir alles schon erfragt. Nothing. I must go. Scheiße, ist nichts passiert. Eine sonderbare Allianz. So. Basco. Nein, Ciora. Ich spreche gleich mit jedem Einzelnen. Ich will erstmal mit ihm sprechen. Desarde, I intend to prove to the Admiral that I fully identify as a Nart once more. Without regrets, I will have to go through a test of loyalty. It will certainly be dangerous, but with your help, I am convinced that I will succeed. So, shall we go and see her? With pleasure. Let's see what adventure she has in store for us. Man kann's ja mal machen. Ich habe da aber noch was zu erledigen, rein theoretisch, nämlich das mit dem Berg. Ich glaube, ich würde das jetzt auch gerne erst trotz alledem machen. Muss ich hier drauf gehen? Ich komme immer noch ein bisschen durcheinander mit den ganzen Sachen hier. Nebenquest, genau. Unter Phantom.
Champion der Arena, nein, Vasco. Dann ist das die richtige Quest. Also ne, genau, die geheimen alten. Die geheimen alten Ruinen. So, wir müssen hier erstmal wieder raus. Hoffentlich läuft die Aufnahme, ey. Ich sehe es ja jetzt nicht mehr. Frage die Bergleute nach den Ruinen. Vasco und Siora sind ganz gut. Die nehme ich jetzt einfach mal so mit, wie sie sind. Ohne jetzt nochmal irgendwo vorher hinzureisen. Ich muss hier lang gehen. Also dieser komische Truthahn macht echt eigenartige Geräusche. Oh, hallo Freunde. Poison on my blade. Then let's go. Wow. Let's see if you can ward off this fate. Take a potion if you want to cast more spells. Ich vergesse immer, dass ich auch eine Waffe habe. Also eine Knarre meine ich. Ich muss unbedingt. Ich brauche so einen verdammten. Boah, jetzt ist aber voll hier. Then let's go! Let's see if you can ward off this fate! Close to is a reckless theory! Ich glaube, bin ich falsch? Sind die Beeren irgendwie schwarz? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Nee. Hier geht's tatsächlich lang. Aber hier ist nur eine Truhe. Scheiße. Ach, hier wollte ich... Mein Gott. Muss ich gleich nochmal auf die Karte gucken. Konnte ich mich denn jetzt so verlaufen? Ich weiß, ich könnte das einsammeln. Will ich jetzt aber nicht. Ach, ich bin falsch abgebogen. Hätte ich weiter geradeaus gemusst, ne? Nö. Hä? Ich bin verwirrt. Oh. Wow, wie sich die Hand gerade noch bewegt hat. Einmal die Karte öffnen hier. Sonst gucke ich noch ganz Banane. So, da geht's auf jeden Fall nicht lang. Da ist ein Stein. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, ist da ein Stein. Den könnte ich mal eben wahrnehmen. Ich sehe hier eine Truhe, aber keinen Stein. Bin ich getäuscht. Fähigkeiten, Alter. Wo ist denn der? Wahnsinnig gerade hier alles, ey.
Ich muss erst mal gucken, wie ich hier durchkomme. Da komme ich nicht so durch. Wisst ihr was? Ich laufe jetzt hier hin. Also muss ich jetzt mich umdrehen und nach da oben laufen. Und dann versuche ich es jetzt von da. Vielleicht ist es ja so richtig. Ah ja. Da liegt schon wieder jemand. Bit of poison on my blade. Then let's go. Take a potion if you want to cast more spells. Close to Wissarich Nestiri. Let's see if you can ward off this fate. Die Hand bewegt sich da immer noch so ein bisschen. Da hinten sehe ich jetzt nichts Wichtiges. Okay, wir sollen mit den Bergarbeitern reden. Oh mein Gott. Ob die uns sagen können, was hier los ist. Hier ist ein Vogel erschossen worden. War ich das? Diese komischen Steinhaufen. Es fühlt sich so an, als wenn wir verfolgt werden. Bit of poison on my blade. Then let's go! Take a potion if you want to cast more spells. Kann nicht sehen. Armor will no longer protect you. Kann nicht sehen. Na, ich hab kein Dingens mehr, kein Trank. No magic left. Drink a potion if you want to cast more spells. Close to Wissarich Nestiri. So. Hier ist nämlich was, das wollte ich mir nämlich angucken. Okay, doch nicht so wichtig. Ab nach oben. Kann ich hier so ein Lager aufschlagen vielleicht? Ja, da. Ich glaube, manchmal übersehe ich auch einfach nur diese rauchenden Zeichen. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, überall ein Lager aufzuschlagen. So, hier ist das Minendorf. Good grief. These are some unusual customers. Well, I have everything a miner could need. And everything anyone else could too. Ich finde das jetzt praktisch, dass wir jetzt auf jeden Fall hier wo sind, wo wir uns ein bisschen aufrüsten können hier. Oh, genau, 196 nur, aber warum hat es hat Gold? Ist das ein I? Sehr hässlich. Okay.
Ah. Bestimmt die. Dann gucken wir mal direkt weiter. Was können wir denn? Können wir Siora was angeben? Nein. Kleine. Wir geben ihr die. 70, 72, 48. Ah. Okay. Kriegst du die Kette? Sechsundneunzig. Siora, du musst mal deine Handschuhe wieder abgeben. Die gebe ich ja ihm dann auch. Für mich reicht das jetzt erstmal so. Greetings, my lady. It's a real pleasure to have a customer such as yourself. How may I help you? Ich brauche Tränke. Unterhalten. Man kann sich auch mit ihm unterhalten. Okay, erstmal muss ich was verkaufen hier. So. Dann gucken wir mal, können wir irgendeinen Trank kaufen vielleicht? Neues Zahnrad? Ich kaufe das mal. Nee, wir können Tränke an sich bei ihm. Doch, wir können Tränke bei ihm kaufen. Zorntrank, Trank, großer Ausdauertrank, Link, Stärke, Rüstung, Heiltrank. 6 Stück hat der. Imagine that your customers are mostly miners. Yes. For this reason, I mostly sell supplies and tools. But as you can see, I have some other riches. I'm sure this village will eventually grow larger. Who knows? Maybe this alley will become more lively. Thank you. It was a pleasure. Ich dachte, man könnte jetzt großartig mit ihm labern. The entrance to Qualusone is here. The people of the village might be able to teach us a few things. Okay. Ach, der große Heiltrank, den habe ich noch nicht. Dann kommt der darauf. Wiederbelebungspulver. Krieg dann hier. Good day. What can I do for you? Did you build this village? Not by myself, no. We did it. We have to sleep somewhere, you know. We don't have much here, and we'd sure like the place to prosper and grow. Maybe more miners will come. Then we'd start to attract all manner of merchants and craftsmen. Do you need anything else? What can you tell me about the ruins on the plateau?
You aren't the first to ask me about them, but the answer is still the same. I've nothing to tell you. Not that I wouldn't want to, but I've never been there. There must have been a path once upon a time, but it's no longer there. Maybe it collapsed. Some say that you have to pass through the mines to get there. A few of the tunnels do climb. It's certainly possible, I would say. But those tunnels are all closed, and we have better things to do. The iron ore. It doesn't come out of the ground by itself. Do you need anything else? Tell me about the mines. It wasn't us that first dug them out. They're really old. Centuries old. But those tunnels are full of riches. It takes little effort to unearth the minerals that we want. What more could we ask for? Seeing as how there aren't that many of us, if we were pressed to mine all the tunnels, we'd be too few. But the time will come when folks hear about what we're pulling from these rocks. We won't be alone for much longer. Gut, finde einen Weg, das Plateau innerhalb der Mine. Gucken wir mal noch mal eben so ein bisschen um hier. Dann gehen wir durch die Mine. Ich freue mich drauf. Minen. Schön. Der Hund ist auch mal gerade am Hicheln. So. An den dunkelsten Orten kannst du deine Laterne entzünden. Taktische Pausenmenütechniken. Oder zuweisen. Achso, LB und dann zuweisen. Na! Ah! Das ist meine Laterne. Aber wir sind ja noch gar nicht alleine hier. Guck mal, wir reden gleich direkt mal mit dem hier. Hallo, you lost? No. Why do you ask? It's just that we rarely get visitors. Well then, what can I do for you? What can you tell me about the ruins that we can see up there? Not a great deal. To my knowledge, no one's ever been able to reach them. There were some officials from the city that came, but when they saw they couldn't easily climb up to the plateau, they just left. There must have been a path that caved in. Unless some sort of tunnel in the mine takes you there. Anything else? What can you tell me about the mine? It's ancient work. The natives must have dug it out a long time ago and then abandoned it. Even if it is strange work for islanders, it looks more like something we would do on a continent. We're trying to restore it. The rock is extremely rich in iron ore. But the tunnels are very old. You need to go slowly. None of us are in a humor to be buried alive. We did explore a few of them, and we're exploiting the closest, but others, nah, they're still inaccessible. Anything else? If I'm right, this hamlet is home only to miners. Yes. It's not been all that long that we've taken up residence here. For the time being, we've only been working a part of the mine because the veins run so deep in the tunnels. Hopefully, more miners will come, and that will attract other craftsmen to our village. We'll see. Anything else? I'll leave you to it then. Until we meet again. Okay. Da ist der Werktisch. Was können wir am Werktisch machen? Können wir da... Erweiterte Ansicht. Aber wir können da nichts werkeln. Okay. Jetzt da hoch oder da lang? Ich weiß nicht. Ich muss mal kurz die Karte aufmachen. Ah, hier. So, wir stehen hier. Das heißt, wir müssten die Treppe hoch. Die Treppe, die Leiter hoch. Okay, machen wir das mal.
Oh, ich muss Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.